Komm, Luca, dein Ding da gewinnen. Stell ihn, Hüß. Bleib auf die Füße. Lauf durch, Hüß. Stell ihn, Hüß, komm, bleib auf die Füße. Ja, nochmal. Und. Sind hier am Nachwuchsleistungszentrum im schönen, altehrwürdigen Bruchwegstadion. Aktuell zählen wir so 120 Mitarbeiter, davon sind 32 hauptamtlich. Wenn ich jetzt richtig rechne, haben wir ungefähr 219 Spieler aktuell, die mit durch den Betrieb laufen. Und wir sind ja nicht alleine hier, sondern wir dürfen uns den Teil mit der Profiabteilung teilen. Und das ist für uns ganz entscheidend und hat auch dann eine enge Verzahnung zwischen Profimannschaft und NRZ immer wieder gewährleistet. Wir haben uns einfach die Frage gestellt, warum haben Spieler gerade, die jetzt neu zu uns kommen, oft Verletzungen gehabt, teilweise Rehverletzungen, und sind dann ins Detail gegangen. Dann haben wir bei vielen Spielern auch festgestellt, dass gerade so die psychosozialen Faktoren durchaus eine Rolle spielen. Viele neue Spieler, die laborieren an Verletzungen öfter mal rum, und dass es da sinnvoll sein kann, die auch zu unterstützen. Weil auf der einen Seite fehlen ihnen vielleicht auch Wissen, mit den neuen Belastungen und mit dieser Umstellung auch umzugehen. Auf der anderen Seite ist natürlich hier die Beanspruchung groß und wir wollen denen was mitgeben. Wenn wir wissen, dass Spieler oft nach Verletzung auch zu einer Rehverletzung neigen, und wir können den Zeitraum auch intensiv nutzen in der Phase ihrer Verletzung. Das heißt, wir können mit ihnen mental arbeiten, aber auch im Hinblick auf Entscheidungsfindung und. Und so kommen einzelne Projekte in dem Projekt dazu, die wir gemeinsam dann zusammenziehen und dann das Projekt um den Spieler herum ganzheitlich ansetzen. Gerade das Thema Verletzung, warum ist es da wichtig? Weil es halt einfach was ist, was zum Sport dazugehört, und dass man das deswegen nicht wegignorieren darf und dass man eben nicht nur die biophysiologischen Aspekte sieht, sondern eben auch die psychosozialen. Wir haben eine Kooperation mit der Institutsambulanz der Universität Mainz geschlossen, einmal mit einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und einmal mit einem psychologischen Psychotherapeuten, der auch Experte in Sachen Schmerzbehandlung ist, und haben da die Möglichkeit, einfach sehr kurzfristig, sehr niedrigschwellig Angebote für die Spieler, aber auch für Mitarbeiter, Trainer auch zu etablieren, falls es dann dazu kommt, dass wir sagen, meine Kompetenzen enden an dem Punkt. Die Basis ist ein wöchentliches Teammeeting. Das wöchentliche Teammeeting ist in jeder Mannschaft vorhanden, also sprich von der U15 aufwärts bis hin zur U23. Und wir kümmern uns da intensiv nicht nur um die fußballtaktische Spielnachbesprechung, sondern auch um diese Betreuung, die ich eben angesprochen habe, auf der Persönlichkeitsebene. Das heißt, Fallgespräche, über Spieler gesprochen, wir tauschen uns aus. Anderer Startpunkt ist natürlich auch Physiotherapeuten, die engen Kontakt zu Spielern haben. Und wir wollen den Spielern so früh wie es geht, auch in der täglichen Trainingsarbeit, Möglichkeiten mit an die Hand geben, damit umzugehen. Nicht nur mit Verletzungen, sondern auch mit psychischen Krisen im Allgemeinen. Und da vielleicht eine Resilienz zu entwickeln, Coping-Strategien, um dann auch in der Folge mit weiteren Herausforderungen besser umgehen zu können, um sich in der Persönlichkeitsentwicklung auch weiterzubilden. Also meine Tür steht tatsächlich immer offen, außer die ist zu, dann steht drauf, warum sie zu ist. Versuche auch da eine gewisse Offenheit zu signalisieren, und ich glaube, das vereinfacht vieles, wenn man einfach vor Ort ist, präsent ist, die mich als Person, als Typ, als Moritz auch kennen. Das heißt, der Spieler kommt bei mir vorbei, erzählt erstmal, was so sein Anliegen ist, sein Ziel ist, und dann schauen wir, was könnten denn Dinge sein, die ich auch ihm anbieten kann, dass er in der Zukunft nicht nochmal zu mir kommen muss und mich nicht wieder braucht, sondern bei der nächsten Verletzung auch mit einer Selbstwirksamkeit dasteht und sagt, ja, diese Phase habe ich schon mal durchgemacht, aber ich habe schon mal in so einem Prozess gelernt, wie ich damit umzugehen habe, wie ich so ein Problem lösen kann. Ja, es ist in der Form einer Hilfe zur Selbsthilfe, weil wir einfach erkannt haben, dass Spieler, die selbstständig Entscheidungen treffen, die deutlich besseren Fußballer werden. Ich glaube auch, dass es einfach eine Voraussetzung ist für sportliche Leistung. Also ich glaube, ein Sportler kann nur gute Leistungen abrufen und auf seine Ressourcen zugreifen, wenn er sich psychisch, seelisch gesund fühlt. Auch irgendwie den Blickpunkt auch zu bekommen und zu wissen, dass Spieler eben nicht nur Material sind, sondern dass wirklich Verletzungen sowohl in der Rehabilitation, aber auch präventiv, ja, durch eine psychologische und eine seelische Begleitung abgefangen werden. Also Moritz ist sehr fachkompetent und hat natürlich mit seiner Expertise uns auch dann weitergebracht. Hat uns Möglichkeiten eröffnet, um zu zeigen, wie die Interaktion auch mit dem Spieler dann sein kann. Also ich glaube, dass wir einfach durch das Projekt die Möglichkeit haben, natürlich auf der einen Seite den Jungs zu helfen, früher wieder auf den Platz zu kommen, aber ich möchte das eher noch nachhaltiger denken und sagen, es ist auch jedes Mal eine Chance, etwas über sich zu lernen. Einfach zu wissen, es schaffen vielleicht am Ende nur 1% der Jungs, Fußballprofi zu werden, aber die Dinge, die unterwegs lernen, sind, glaube ich, so wichtig, dass
du dann am Ende Menschen in die Gesellschaft entlässt, die auch da selbstkompetent sind, die dann mit beiden Beinen fest im Leben stehen können. Und ich finde, das ist es immer wert, darin Zeit zu investieren. Also ich glaube, unser großer Vorteil im Mainz ist, dass wir immer selbst Ideen haben mussten und dass Dinge, die wir entwickeln haben, von innen heraus entstanden sind. Natürlich jetzt diese Bestätigung zu bekommen, dass das was Gutes ist, dass wir da auf einem guten Weg sind, da macht uns natürlich auch stolz und da sind wir froh drüber.